Und hallo, mein Lieben, herzlich willkommen hier zurück beim Kraxel, beim Geilen natürlich. Und ich habe mir an Bord gezogen die Sunny und den CPU 2021. Schön, dass ihr da seid. Und ja, es wird ja mittlerweile irgendwie alles genervt von Blizzard. Die sind so im Nerf-Fieber, dass wir gesagt haben, komm, nee, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Und ja, wir haben was gefunden, was vielleicht ganz gut klappen könnte. Wir sind jetzt schon ein bisschen am Testen gewesen und es funktioniert auch recht gut. Und wir springen jetzt ja mal blauäugig rein. Ich bin jetzt mit meinem Monk unterwegs. Oder die Klassen, die ihr verwendet, sind eigentlich relativ scheißegal. Ihr solltet Torment auf Stufe 6 oder... Ja, ihr solltet einfach nur Trash kloppen können. Die Stufe ist eigentlich egal. Es gibt an sich immer relativ gut EP. Und wie gesagt, die Stufe, die ihr verwendet, ist da relativ wumpe. Ich mache ganz kurz den Sound hier etwas lauter. So, dann hört ihr auch was. Und ja, wir sind jetzt hier auf Qual 6, weil es einfach am meisten gibt. Und wir haben jetzt hier 108 Millionen. Muss ich ganz kurz in den Chat schreiben, sonst vergesse ich das. Ich habe Alzheimer und werde dement. Darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, wir sind jetzt hier. Viele von euch werden es schon tausendmal durchgespielt haben. Wir nutzen das Ganze jetzt zum Leveln. So, also. Ich achte darauf, dass meine zwei Kollegen hier keinen Schaden bekommen. Pull die ein bisschen zu mir und schmeiß nebenbei die Hand rein. Und das Gute durch die Hand ist einfach, dass die Gegner automatisch mit sterben, sobald irgendwas hier explodiert, beziehungsweise irgendeiner von denen stirbt. Und ihr seht, das hat super geklappt. Und wir haben allein jetzt schon, ich hatte gerade 108, wir haben jetzt 11 Millionen gemacht, fast 12 Millionen. Und es geht aber noch weiter. Und zwar genau hier. Wir laufen an den Viechern vorbei, die laufen mit. Die zwei Zauberer haben natürlich ein bisschen Vorteil, die nutzen einfach Teleport. Und hier haben sie schon jetzt die schöne Bubble reingeballert. Das heißt für mich etwas mehr Freiraum. Ein bisschen weniger Schaden in dem Fall. Und dann wird auch hier wieder die Hand reingehauen. Zack. Und ihr seht, nach und nach explodiert alles drumherum. Ist jetzt der Vorteil vom Monk. Das heißt, wenn ihr Monk habt, nutzt das. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ich habe jetzt 1,5 Millionen Zähigkeit übrigens zusammengemacht in einer halben Stunde oder so. Nicht mal. Also ich habe vorher totales Crap-Equip gehabt. Und habe ein Set zufällig gewonnen. Ein Setplan, das Dämonen-Set. Haben mir jetzt einfach die Teile davon gemacht. Die haben überall Feuerwiderstand drauf, wie ihr hier seht. Und dadurch komme ich auch keine Ahnung, wie viel Feuerwiderstand. Entschuldigung, dass ich euch gerade hier allein lasse. Sunny und CPU. Ja, dadurch komme ich auf Feuerwiderstand und habe mir natürlich dann die Rune 1 mit der Welt, wodurch alles auf 1 hochgezogen wird. Dementsprechend 800 Always. Wodurch dann insgesamt hier auf über 1,5 Millionen oder knapp 1,5 Millionen Zähigkeit komme. So, kurzes Feedback. Wie viel habe ich jetzt gemacht? Ich hatte 108. Jetzt habe ich 138, ja gut, 30 Mille gemacht in, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir gebraucht, Sunny, weißt du das? Nicht wundern, Leute, die Sunny hört mich, ich höre sie nicht, aber ich glaube, wir haben jetzt gebraucht vielleicht 1,5 Minuten, maximal 2 Minuten, glaube ich, also länger war das nicht. Und da 30 Mille gemacht, das ist doch mal eine Ansage, oder? Wir wiederholen das Ganze jetzt nochmal und dabei erkläre ich euch nochmal ganz fix, wie wir das Ganze jetzt machen. So, wir haben Leute in der Gruppe, umso mehr Leute, umso besser. Da gehen wir auf Einstellungen, wählen die Quest aus, Akt 2, Quest 4. Wichtig ist der Questanfang. Wenn ihr das durchgezogen habt, geht ihr wieder raus, wie ich gerade, und wählt die Quest bitte erneut ab, weil sonst habt ihr die Unterquest, entkommt dem Palast und dann werdet ihr einfach schon vor den Schlangen geworfen und die sind bereits gekillt, dann bekommt ihr nichts mehr. Was man noch erwähnen sollte... der Run hier ist komplett nur zum Leveln geeignet. Wie ihr gesehen habt, es gibt eigentlich gar kein Loot. Hier und da natürlich die ein, zwei Kisten am Rand. Könnt ihr natürlich nebenbei noch öffnen. Aber prinzipiell ist das wirklich nur zum Leveln geeignet. Ihr seht, 30 Millionen in 2 Minuten ist schon eine Ansage. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, 138 Mille. Und ich gucke gleich mal, wenn wir reingehen, wie lange wir brauchen. Jetzt ist es 21,29. Mal gucken, das meiste ist einfach hier der Laufweg. Da reicht es eigentlich auch, wenn ein Zauberer als Beispiel sich vorteleportiert und das ganz fix annimmt. Und die Gruppe bekommt ja die Einladung in diesen kleinen Kampf hier automatisch. So, auch hier wieder. Die zwei laufen ein bisschen zurück, sodass ich hier alles im Griff habe und die wegziehen kann. Die hier so ein bisschen stören. So, Hand ist drauf. Zack, explodiert. Auch hier wieder Hand reinhauen. So, Hand ist drauf. Und ich ziehe sie mal ganz fix zu mir. Ich krieg gerade keine... wie heißt das hier? Keine Geisteskraft rein. So, hat sie schon erledigt. So, ein paar Deko-Steine hingesetzt hier. So, Nummer 1, Nummer 2. Und selbst das hat schon wieder 11 Mille gegeben. Und wegen Loot habe ich ja vorhin gesagt, ihr könnt hier, wie gesagt, die Kisten mitnehmen. Man muss ja auch sagen, in den Kisten ist ja doch ein relativ großer, Anteil an Legendaries. Das heißt durchaus, dass ihr da das ein oder andere Legendary rausziehen könnt, wenn ihr nebenbei die Kisten noch mitkloppt. Macht euch auch Sinn.
So, auch sind wir hier jetzt wieder da. Wir ballern erstmal unseren Skill rein. Und dann wird erstmal die ganze Sippe hier zusammengezogen. So, dann haben die anderen zwei hier erstmal Ruhe. Da muss ich zusehen. Oh, Hand rein. Und dann kann ich sie wieder zu mir ziehen. Und zack. Hier kann man direkt schon wieder rausporten. Also ihr braucht jetzt nicht da auf den Kreisel laufen. Da lohnt es sich schon nicht mehr. Und auch jetzt haben wir wieder, wie viel hatten wir gerade? Ich muss ganz kurz hochscrollen. 138. Das Ganze hat jetzt nicht mal eine Minute gedauert. 138. Und jetzt haben wir 155. Das heißt, auch hier haben wir wieder, lasst mich kurz überrechnen, überschlagen, 17 Mille gemacht. Ja, 17 Mille müssten das ungefähr sein. Und das in nicht mal eine Minute. Also das ist auch wirklich ein Weg, wie man wirklich aktiv leveln kann. Wir machen das Ganze nochmal, um zu verdeutlichen. Und das Beste ist wirklich, wenn ihr mehr, also alle Leute in der Gruppe habt. Also durchaus vier Leute in der Gruppe und auch alle, was gepusht haben, was den, die Geschwindigkeit angeht. Das heißt, dass ihr da ein bisschen Ruhe habt und einer, wie in meinem Fall der Monk, konzentriert sich einfach darauf, dass wir die Hand reinhauen, weil die Hand erledigt den Rest. Ist aber nicht zwingend notwendig. Kommt ihr nochmal ganz kurz raus? Das heißt, ihr könnt dann durchaus auch andere Klassen nutzen. Es gibt ja auch andere Klassen, die wirklich super sind, was das ja, Killen der Monster angeht. So, um euch das nochmal zu zeigen, hier Quest 4, Spiel starten. Da machen wir jetzt noch einen Vorzeigerun hier. Und ja, dann haben wir jetzt innerhalb von, ich weiß gar nicht wie viele Minuten, 5 Minuten vielleicht, 100 Mille gemacht. Also es geht wirklich ratzefatze. Und Blizzard, ey, wenn ihr das wieder nervt, ne, dann bin ich echt stinkesauer. Weil langsam gehen mir die Ideen aus. Ne, es ist natürlich schon scheiße von Blizzard. Und wie ich finde, es sollte jeden selbst überlassen sein, wie er levelt. Und da sollten die auch keinen Riegel vorschieben. Ich meine, das Auktionshaus wird abgeschaltet. Dementsprechend ist es jeden sein eigener Brei, was er macht und wie er levelt. Und wenn es den Leuten Spaß macht, wenn es ihnen so gefällt, dann sollen sie es doch machen. Meine Art jetzt hier so zu leveln ist es nicht. Ich gehe lieber durch die ganzen Maps durch. Aber es gibt natürlich Leute, die sind auf effizient getrimmt und dementsprechend finde ich es auch nicht schlimm. Also, lass die Leute machen, Blizzard. Lass sie machen. Oh, oh. So, okay, kriegen wir hin. Auch hier, guck mal. Oh, fuck. Da hat sie Sunny gerissen und auch nochmal den CPU. Nicht so schlimm, ich krieg die EP. Muhaha. Spaß. So, hier ist die Hand drauf, wie ihr seht. Am besten immer auf den schwächsten Gegner. Weil der ist natürlich am schnellsten tot und dementsprechend reißt er den Rest dann mit in den Tod. So. So, dann gehen wir hier wieder rein. Wir hatten gerade 255, nee, 155 hatten wir. Jetzt haben wir 116, also 11 Mille gibt ungefähr der erste Kreisel immer mit einer 4, mit einer 3er-Gruppe. Ah, ich klopfe die mal automatisch irgendwie, weiß nicht. Ist irgendein Zwang, den ich habe. So, okay, dann bleiben wir kurz hier, nehmen die einfach mit. So, zack. Ich hau hier, warte mal, ich muss ganz fix hier den Rest noch ranholen. So, okay, dann hau ich hier ganz schnell meine Hand rein, wenn ich so kriege. So, jetzt soll es. Und dann sehe ich zu, dass ich hier die immer ein bisschen entlaste und dann, zack. Jetzt wird der mit der Hand gekillt und ihr seht, auch das ist wieder erledigt. Und jetzt haben wir wieder gemacht 18 Mille ungefähr. Ja, 18 Mille haben wir gemacht. Also wollte ich auch hier wieder in... Boah, ey, das ist nicht mal eine Minute gewesen. Und da wieder 18 Mille gemacht. Also es ist durchaus eine schnelle Art zu leveln. Wie gesagt, wenn ihr Qual 6 nicht schafft, dann geht ruhig runter auf Qual 4. Selbst das lohnt sich schon. Und ist vielleicht noch etwas angenehmer. Aber für die Leute, die wirklich das Maximale rausholen wollen, so wie wir hier, haut euch noch einen roten Stein in den Kopf, zieht euch einen Höllenfeuerring an und ab geht die Luzi. Life Leech ist natürlich immer von Vorteil, aber das sollte jetzt nur Nebensache sein. So, ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Level Guide und ich hoffe... Euch gefällt, gebt mal Feedback, Leute. Wir sagen ciao. Tschüss.